Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem Parkour-Projekt Lost World. Beim letzten Mal haben wir den Strand vergrößert und auch weitere Forschungsanlagen gebaut. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Speedbuild. Als allererstes mache ich an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich hier bei dieser Klippe, die werde ich jetzt nochmal ein bisschen erweitern, damit das Ganze auch ein schöneren Abschluss dann findet, weil ich das halt einfach beim letzten Mal nicht ganz fertig gemacht hatte. Prinzip ist eigentlich das gleiche. Ich versuche es möglichst natürlich aussehen zu lassen und dann platziere ich natürlich auch noch den ein oder anderen Felsen dazu. Ich finde das übrigens jetzt schon wieder richtig schön, wie die ganzen Flugsaurier rumfliegen. Da kommt richtig Atmosphäre auf. Es ist tatsächlich auch bei mir wieder so, dass das Spiel wieder richtig gut läuft und gar keine Probleme macht, auch wenn ich jetzt hier schon mega viele Objekte verbaut habe. Ich glaube, das lag bei mir auch so ein bisschen daran, dass meine Spieldateien einfach so ein bisschen korrupt waren. Also ich habe einfach mal alle Mods aktualisiert und ich hatte auch die Spieldateien auf Fehler überprüfen lassen. Und seitdem läuft das Ganze viel, viel besser. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht nach diesem Projekt, das ist ja hier die letzte Baufolge, kommt aber dann noch eine Besichtigungsfolge, aber dann danach könnten wir vielleicht nochmal zurückgehen in unseren anderen Inselpark. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ah, Jurassic Island hieß er, glaube ich, ne? Also es könnte gut sein, dass wir danach dann, wenn das Ganze funktioniert, dorthin nochmal zurückgehen und das dann hoffentlich auch noch fertigstellen können. Weil ich war ein bisschen traurig darüber, dass wir das Projekt abbrechen mussten. Und ich habe jetzt halt ein bisschen die Hoffnung, dass wir das Ganze dann nochmal ausprobieren können. Aber lasst euch überraschen, also das ist kein Versprechen oder so. Ich gebe mein Bestes, weil ich möchte das Projekt natürlich auch zu Ende bringen und euch dann am Ende auch das Safe Game zur Verfügung stellen. Aber kommen wir jetzt erstmal nochmal so ein bisschen zu dem Projekt, was ihr jetzt gerade seht, nämlich Lost World. Und dort habe ich die Insel nochmal ein ganzes Stück erweitert, mit so einer Nebeninsel, sage ich mal. Und dort hatte ich halt die Idee, dass ich das Ganze mit einer Brücke verbinde, beziehungsweise sogar mit zwei Brücken. Die zweite Brücke kommt gleich auch noch. Vom Stil her ist die Brücke eigentlich genauso wie die Stege bei unserem Hafen, weil eine viel andere Möglichkeiten hat man ja nicht wirklich. Also man kann ja nicht echt eine Brücke dort einzeichnen. Man muss halt das Land vernünftig anheben und ein Geländer bauen und dann sieht es einigermaßen aus wie eine Brücke. Wichtig ist dabei natürlich auch wieder, dass man das Ganze im richtigen Winkel macht, weil nur in bestimmten Winkeln hat man halt so eine richtig gerade Kante bei dem Terrain. Das kann man, glaube ich, hier gerade schon ganz gut sehen. Und wenn die Kante halt ganz gerade ist, dann sieht es auch wirklich aus wie eine Brücke, weil wenn man das jetzt so ein bisschen anders vom Winkel gemacht hätte, hätte das Terrain halt so ganz viele Kanten und Ecken und dann würde es halt nicht ganz so gut aussehen. Ich hatte auch erst ausprobiert, das Ganze nicht mit so Asphalt halt als Untergrund zu machen, sondern einfach mit so einem Dirt-Untergrund, also einfach mit dem Terrain-Tool mit der Dirt-Farbe angepinselt. Aber das sah leider nicht ganz so gut aus und deshalb habe ich mich dann hier auch noch für Asphalt entschieden. Fand ich einfach ein bisschen schöner, dann sah es halt mehr nach Brücke aus. Das mit den Zäunen brauche ich, glaube ich, nicht mehr erklären, warum ich das mache, also mit diesen geringen Abständen. Das liegt halt daran, damit ich es nachher besser zerstören kann mit dem Zerstörungstool. Und ihr fragt euch sicherlich auch, was diese Schneise mit Wasser da in der Mitte macht. Die muss ich leider beibehalten, weil man braucht immer eine Verbindung mit dem Wasser. Weil ansonsten halt das Wasser verschwinden würde, wenn ich jetzt speichere und lade. Das ist leider einfach so. Also man braucht immer so eine Verbindung zu diesem Hauptwasserstrom, damit das Wasser dort drin bleibt. Und deshalb musste ich leider diese Schneise dort einbauen. Aber ist an sich auch kein Problem. Das können wir später nämlich auch noch easy mit Wald und sowas bedecken. Und dann sieht man das gar nicht mehr. Jetzt die Erhöhung natürlich auch noch ein bisschen mit dem Felsterrain anpinseln. Und dann kamen auch schon die ersten Bäume auf diese Nebeninsel.
Und bei dieser Insel habe ich mich für die Jurassic Park Gebäude mit den Strohdächern entschieden. Sollte dann so ein kleiner VIP-Besucherbereich sein, also so ein bisschen darstellen, dass dort halt dann auch mal spezielle Besucher heimlich eingeladen wurden, die dann diese geheime Forschungsanlage sich auch mal angucken durften. Jetzt kommt wieder der ein oder andere Felsen. Ja, das mit den Felsen nimmt gar kein Ende mehr, wie ihr sehen könnt. Also es sind echt schon richtig viele Objekte, die ich verbaut habe. Aber ich finde auch, dass es echt cool aussieht, wenn man so viele Felsen halt einbaut. Dadurch wirkt es halt viel natürlicher. Und das Spiel läuft halt von den FPS auch noch richtig gut. Das Einzige, was man halt immer so ein bisschen merkt, sind diese Speicherprobleme, die irgendwann entstehen. Aber ich hoffe, dass irgendwann das Ganze auch noch behoben wird, weil das kommt ja, glaube ich, durch die Mods oder so. Aber keine Ahnung, woher es genau kommt. Aber ich hoffe auf jeden Fall darauf, dass irgendwann Updates kommen. Und dann diese Probleme halt nicht mehr vorkommen. Dann könnte man auch mal ein richtig großes Projekt, zum Beispiel einen riesigen Berg oder sowas bauen mit ganz vielen Objekten. Das wäre mega cool. Aber ich muss auch sagen, dass die Insel jetzt auch gar nicht so klein ist und ich schon richtig viel verbaut habe und das Ganze halt echt noch mega gut läuft. Also ich bin da echt beeindruckt. Aber das werdet ihr dann sowieso nochmal in der letzten Folge sehen, wo ich dann die Parktour machen werde und dann auch teilweise meine Ego-Perspektive durch den Park laufen werde. Da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, die Atmosphäre ist richtig cool, wenn da die wilden Dinosaurier rumlaufen, zwischen den qualmenden Gebäuden und den ganzen Gräsern und anderen Pflanzen, die dort halt schon die Gebäude so ein bisschen überwuchern. Ich habe dann hier neben den ganzen Pflanzen und Bäumen auch noch das ein oder andere Industrie-Item platziert. So ein paar Kisten, Kräne, Zelte. Einfach damit das Ganze noch ein wenig mehr nach Forschungsanlage aussieht. Und ich liebe auch diese neuen Objekte, das muss ich auch dazu sagen. Ich finde die einfach richtig cool. Gerade diese Industrieobjekte gefallen mir mega. Auf die andere Seite von dieser kleinen Nebeninsel habe ich dann nochmal die ein oder andere Hotelanlage gebaut, auch in diesem Strohdesign. Und das war dann der Bereich, wo dann die Geheimgäste bzw. Investoren von diesem ganzen Forschungsprojekt dann genächtigt haben, während sie die Insel besucht haben. Ja, dann habe ich wieder ganz viele Felsen platziert. Das skippe ich jetzt einfach mal so ein bisschen an dieser Stelle. Und dann springen wir gleich zu dem Part, wo ich wieder einige Bäume einzeichne. Dann auch hier noch das ein oder andere Industriedeko-Objekt. Das macht das Ganze halt immer noch ein bisschen mehr zu so einer Geheimforschungsanlage. Ich habe sogar mich für so ein paar Dinosaurierkäfige entschieden. Das fand ich auch sehr passend. Und dann kommt natürlich auch noch die ein oder andere Pflanze, damit das Ganze auch möglichst verlassen wirkt und schön überwuchert. Ich habe übrigens immer versucht, so gut wie es geht mit diesem Pinseltool zu arbeiten bei den Bäumen. Einfach damit ich so ein bisschen Objekte spare, weil dadurch halt keine einzelnen Objekte platziert werden
Aber wenn ich dann zum Beispiel nah an die Gebäude ran wollte mit der Bepflanzung oder an irgendwelche Käfige oder so, da musste ich doch auf einzelne Objekte zurückgreifen, weil ich halt mit dem Pinseltool dort das leider dann nicht platzieren kann. Aber ich habe es, wie gesagt, so gut wie es geht versucht und so viel wie es geht versucht, mit diesem Tool zu arbeiten. Und dann, wenn ich dann direkt an die Gebäude rangegangen bin, seht ihr gleich auch nochmal, nämlich genau jetzt, dann habe ich einfach diese platzierbaren Objekte von der Mod genommen. Und dann konnte ich sogar auch die Bäume so ein bisschen in die Hotels mit rein platzieren. Dann sah es halt wirklich schon so ein bisschen aus, als wenn die Blätter und Äste und Gräser schon dort in die Gebäude reingewachsen sind. Dann habe ich als nächstes nochmal von oben geguckt und habe dann geschaut, welche Bereiche mir vom Strand her noch nicht so gut gefallen. Und dann habe ich dort das Terrain nochmal ein bisschen angepasst. Zum Beispiel hier in dem Mittelbereich fand ich, dass da noch ein bisschen zu viel Wasser war. Und dann habe ich dementsprechend das Land dort nochmal ein bisschen umgeformt. Da kamen wieder ganz, ganz viele Felsen. Da skippe ich gleich wieder ein Part für euch. So, jetzt seht ihr schon so ein bisschen das fertigere Ergebnis. Aber ich finde es halt einfach wichtig. Also guckt euch mal an von der Optik. Das sieht schon cool aus mit den ganzen Felsen. Oder findet ihr nicht? Also ich finde, das lohnt sich immer, dort halt sich die Zeit zu nehmen und die Felsen ordentlich zu platzieren. Unter Wasser muss man natürlich auch mal gucken, dass dort das Terrain die richtige Farbe hat und die richtige Tiefe, damit es dann auch vernünftig aussieht. Und es gab noch eine Sache, die ich unbedingt auf der Insel noch einbauen wollte, nämlich so eine verlassene Vogelkuppel, wo dann der Käfig schon kaputt ist. Und da fand ich diesen Ort eigentlich ganz passend. Jetzt mussten wir natürlich auch noch mit Bäumen das Ganze schön eingewachsen wirken lassen. Da konnte ich leider auch nicht näher ran mit diesem Pinseltool, deswegen musste ich dort wirklich viele einzelne Bäume nochmal platzieren. Aber war ja auch nicht weiter schlimm. Und zu guter Letzt habe ich dann auch nochmal so ein paar Feinschliffe vorgenommen, nochmal das Land unter Wasser so ein bisschen angepasst und auch noch viele Felsen platziert. Dort habe ich das Ganze jetzt auch nicht für euch alles reingeschnitten in das Video, das glaube ich nicht so spannend wäre. Ihr werdet ja sowieso im nächsten Video dann das Endergebnis sehen und dann könnt ihr euch einfach das Ganze im Gesamtbild angucken. Das ist dann, denke ich mal, auch spannender. Ach so, das hier habe ich natürlich auch noch gemacht, nämlich habe ich das Geländer von dieser Brücke dann auch noch ein wenig zerstört und bearbeitet mit dem Damage Tool. Natürlich bei beiden Brücken. Und ich finde, das macht auch nochmal richtig viel aus, was halt diese verlassene Optik angeht. So, und das sind jetzt wirklich die letzten Feinschliffe für die Insel. Und dann werde ich nochmal ganz viele Dinosaurier freilassen, die dann, ja, in Anführungszeichen wild auf dieser Insel rumlaufen. Natürlich werde ich die noch einzäunen mit unsichtbaren Zäunen, aber es wird dann optisch so aussehen, als wenn die wirklich frei dort herumlaufen. Im Hintergrund landen gerade die letzten Dinosaurier und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben. Es war nämlich wirklich eine Menge. Hier war der Hotelbereich, dort landen gerade Studio Mimos. Ich kann leider mit der Kamera nicht weiter runter. Aber das ist auf jeden Fall ein Studio. Und das auch nicht nur einer, das sind 8 Stück oder so. Also ich habe wirklich mit Dinosauriern wieder nicht gegeizt. Boah, das ist schon cool hier, wie das qualmt, die Geräusche dazu. Und das sieht auch wirklich überwuchert hier aus. Hier müssten die los sein. Ja, da unten laufen sie. Man hört die, glaube ich, auch ganz gut. Aber die sind auch im Wald versteckt. So soll es ja auch sein. Dann haben wir hier auch noch einiges mit Felsen gemacht. Und dahinter ist dann die zerstörte Vogelkuppel mitten im Wald. Auch völlig überwuchert. Und da war dann nochmal hier ein weiterer Besucherbereich. Und dort leben jetzt 2 Gigas. Die haben sich diesen Bereich als Zuhause gegönnt. Der eine schläft da gerade. Der andere geht auch gerade dorthin. Dort ist dann die andere Brücke, die auch zerstört ist. Und auf der anderen Seite erwarten uns auch schon die nächsten Dinosaurier. Das sind 3 Euoplocephalus
Und ich weiß gar nicht, habe ich hier noch was gemacht? Nee, ich glaube nicht. Aber ihr seht, hier habe ich auch noch einiges mit Felsen und sowas gemacht am Ufer. Und alles so die Feinheiten. Ich weiß nicht, was ich davon reingeschnitten habe ins Video und was nicht. Hab wahrscheinlich viele Sachen auch rausgelassen. Und machen die gerade eine Animation? Tatsächlich. Hauen sich erstmal mit der Keule. Ich fliege mal hier so ein bisschen den Strand entlang, weil ich glaube, hier sind noch mehr Dinosaurier. Falls wir die zu Gesicht bekommen. Also ich habe auf jeden Fall noch einige freigelassen. Die da unten sind, glaube ich, auch neu. Oh, wie pixelig das aussieht. Okay, muss ich ein bisschen näher ran. Das sind, glaube ich, Mutabura. Ja, ich glaube schon. Ja, es sind auf jeden Fall eine Menge Dinosaurier. Ich werde sie euch jetzt nicht alle zeigen. Wir zoomen jetzt nochmal raus und gucken uns das Ganze von oben an. Und in der nächsten Folge machen wir dann eh nochmal eine Besichtigung, wo wir dann alles nochmal uns genau anschauen. Also die Insel ist wirklich riesig geworden. Guckt sie euch an. Das ist unsere Lost World. Und ihr könnt natürlich jetzt wieder tolle Namensvorschläge für diese ganzen Dinosaurier in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr euch hier auf der Insel noch verewigen. Und in der nächsten Folge gibt es dann das Safe Game. Und ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.